Die Kiosksäule hat sie mit Energie versorgt. Mal sehen. Ein Rumpeln ist gut, oder? Oh, schau mal! Wie ich es mir gedacht hatte. Du auch? Ja, wir beide. Kanonenrohr. Was ist das denn? Oh, der Professor hat mir von dieser Göttin erzählt. Bastet! Du magst sie nicht, was? Er meinte, ursprünglich sei sie keine Katze gewesen, sondern ein Löwe. Hm. Doch dann zähmten die Ägypter Katzen und ließen die Göttin modern aussehen. Sieht mir nicht nach einer antiken Mumie aus. G.H. Kannibale. Warte mal. Wo habe ich diesen Namen schon mal gehört? Oh nein! Das ist ja unglaublich. Der Professor hatte recht, was den Fluch des Pharaos angeht. Das sind all die Archäologen, die das Grab des Kiosk entweiht haben. Oh. Diese armen Seelen haben für ihre Entdeckung einen hohen Preis bezahlt. Hm, ich glaube, der Professor würde so etwas Ankh nennen. Warum sind die denn leer? Professor Cyclon! Niemals! Das kann nicht sein! Struppi, wir müssen hier raus, koste es, was es wolle! Hm, diese drei leeren Särge wirken nicht allzu alt. Was hat der denn zwischen den Särgen zu suchen? Was ist das? Eine Art Haken?
Noch mehr von diesen komischen Zigarren. Wir haben eine Spur, Struppi. Ich kann's spüren. Schau mal, eine Spur aus Wachsflecken. Hat man das nicht zum Konservieren der Mumien benutzt? Sehen noch recht frisch aus. Wie seltsam. Die Wachsspur scheint unter dieser massiven Wand weiterzugehen. Interessant. Sieht wie ein Altar aus für mumifizierte Tiere. Die Schoßtiere von Pharao Kiosk vielleicht. Seltsam, dass die manchmal den Hundegott Anubis als Hund und manchmal als Menschen mit Hundekopf darstellen. Ich frage den Professor später. Noch ein Ankh, ein Symbol des Lebens laut dem Professor.
Heiliger Himmel! Eine Geheimtür! Die hat ein Leck. Das ist also, wo das ganze Wachs herkam. Scheint so eine Art Fahrplan für Schiffe zu sein. Mit Gezeiten und Abfahrtzeiten. Die Schrift ist ziemlich schlampig. Das Wort Sereno kommt oft vor. Sereno. Ich bin zwar kein Archäologe, aber nach einer antiken Tür sieht mir das nicht aus. Die haben den Kopf mitgenommen. Vandalen. Sieht wie ein Luftschacht aus. Aber natürlich, damit die Leute hier drin atmen können. Verschlossen. Was, wenn ich einen Hebel hätte? Das gleiche Symbol. Identisch mit dem, das ich gefunden habe. Und die Kisten sind voll mit den gleichen Zigarren. Vielleicht liegt die Lösung des Rätsels in den... Was ist los, Strubi? Wir müssen einen Weg hier raussuchen. Rauch! Macht mich schwindelig. Darf nicht atmen. Struppi, ich habe geträumt, dass dieser Raum war voller Gas. Du hast von dem Käfer geträumt. Vergiss den, der kommt nicht wieder. Struppi!
Struppi, runter von dem Käfer! Oh nein, der fliegende Käfer ist abgehauen! Struppi, runter von dem Käfer! Oh nein, der fliegende Käfer ist abgehauen! Struppi, runter von dem Käfer! Das könnte gefährlich sein! Hm? Fliegende Särge? Wo bist du denn hin, Kleiner? Hier sind noch jede Menge Sarkophage frei. Wir brauchen frisches Blut! Nein, danke. Der Ruhm des Pharaos wird den Namen Philemon, Cyclon und Sterblich machen. Professor, sind Sie das? Können Sie mich hören? Professor, wo sind Sie? Ich, Philemon Cyclon, werde der erste Ägyptologe sein, der dieses Grabmal der Welt enthüllt. Professor! Und endlich werde ich zum Ägyptologen des Jahres gekürt werden. Das muss ein Albtraum sein. Aber alles wird so echt. Jetzt ist es an dir zu sterben, Spiegel, das böse Wiesel. Hättest du auch verdient. Was? Was macht denn der Filmstar hier? Du bist böse wie ein Wiesel. Halt! Hilfe! Festhalten! Wieso? Haben Sie das Papyrus schon wieder verloren, Professor? Mein Bart ist weg! Was? Warum rennt denn der Junge so? Ich glaube, da hat jemand einen Bart geholt. Warum sollte irgendwer irgendwem den Bart klauen? Warum rennst du dann so? Weil... Ich weiß nicht! Ich erinnere mich nicht mehr! Ich verliere hier noch den Verstand. Du entkommst mir nicht, du Dieb! Aber ich bin doch gar kein Dieb. Ich bin Tim und ich bin eine Mumie. Eine Mumie? Ich meine, ich bin Matrose. Matrose? Ich meine, ich bin... Wepper? Du entkommst mir nicht, du Dieb! Aber ich bin doch gar kein Dieb. Ich bin Tim und ich bin eine Mumie. Eine Mumie? Ich meine, ich bin Matrose. Matrose? Ich meine, ich bin... wer war ich noch gleich? Wo werde ich wohl landen? Du entkommst mir nicht, du Dieb! Aber ich bin doch gar kein Dieb. Ich bin Tim und ich bin eine Mumie. Eine Mumie? Ich meine, ich bin Matrose. Matrose? Ich meine, ich bin... wer war ich noch gleich? Was? Wo werde ich wohl landen? Du entkommst mir nicht, du Dieb! Aber ich bin doch gar kein Dieb. Ich bin Tim und ich bin eine Mumie. Eine Mumie? Ich meine, ich bin Matrose. Matrose? Ich meine, ich bin... wer war ich noch gleich? Wo werde ich wohl landen? Du entkommst mir nicht, du Dieb! Aber ich bin doch gar kein Dieb. Ich bin Tim und ich bin eine Mumie. Eine Mumie? Ich meine, ich bin Matrose. Matrose? Ich meine, ich bin... wer war ich noch gleich? Was ist los? Struppi, genau. Ich folge Struppi. Struppi, wir müssen hier raus, bevor wir komplett durchdrehen. Komm sofort runter von dem Käfer. Verzeihung, ich hoffe, ich störe Ihre ewige Ruhe nicht. Anubis? Struppi, endlich bin ich bei dir. Erwisch! Struppi! Nein, nein! Von wegen! Ich lass mich doch nicht mumifizieren. Aber
Was geschieht mit mir? Nein, nur das nicht. Niemals! Ich kann nur spekulieren, was passiert sein könnte, als Struppi und ich bewusstlos waren. Wir müssen uns in Sarkophagen aus der Wüste hinaus zur Küste und dann auf ein Schiff gebracht haben. Dann haben die uns wohl über Bord geworfen. Doch ich glaube nicht, dass das zum Plan gehörte. Zu viel Aufwand, um uns einfach nur loszuwerden. Wenn ich rauskriege, wer diese Ganoven sind, geht's denen schlecht. Professor Cyclon! Angenehmes Wetter, nicht wahr? Alles war aus. Aber dann... Struppi! Struppi! Du lebst! Aber wo sind wir? Ein Beduinenzelt? Aber da war doch diese riesige Welle. Und dann hat euch der Kapitän dieses Schiffs gerettet und ich habe euch in mein Zelt gebracht. Tee? Wer sind Sie? Ich bin Scheich Patrasch Pascha, Bewunderer deiner zahlreichen Abenteuer. Zahlreiche Abenteuer? Natürlich. Du bist Tim, der unerschrockene Reporter. Und das ist Struppi, dein treuer Freund. Es ist mir eine große Ehre, dich zu treffen. Ich wette, du erlebst gerade ein spannendes Abenteuer. Bitte erzähle mir davon. Ich liebe gute Geschichten über alles.